was müssen wir noch im Auge behalten, außer dem Holz hier? Das Schwefelding ist nicht wirklich wichtig. Die alte Farm. Also die alte Farm müsste theoretisch abgerissen werden. Das mache ich am besten, indem ich das Ärmchen da wegnehme. Glaube ich. Dann dürften jetzt keine neuen Samen hergestellt werden, sondern nur die alten da verbraucht werden. Und wenn die Farm dann irgendwann komplett leer ist, dann kann ich das ganze Holz einfach dann hier reinschmeißen. Auch wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das so funktioniert. Halt da reinschmeißen, damit daraus dann die Germanians gemacht werden. Also das ist soweit okay. Dann ist das dann nachher schon weg. Danach machen wir noch eine extra T2-Farm für die Resin-Dinger. Weiß ich noch nicht. Weil Öl ist so eine Sache. Ich glaube, wir haben doch noch nicht wirklich Probleme dabei. Außer, dass wir immer zu viel Leichtöl haben. Das ist richtig. Eigentlich müsste das hier alles raus. Es muss alles raus und braucht mehr Platz. Damit ich das nochmal alles ordentlich machen kann. Also es war mal ordentlich, aber dann kam die Lavalampe da rein und dann kam diese Eisenflüssig-Oxid-Gedöns-Geschichte und das ist alles hier voll Zeug. Das ist doof. Und wir haben seit langem mal wieder eine richtig aktive Angriffsmeldung. Und Schaden auch bei den Türmen. Ja, es ist, weil es der Westen ist, ne? Da sind noch keine Tower Defense Lasertürme. So, wo sind die beiden Dinger da? So, go, go. Was noch? Woran hapert's? Braune Chips? Ich sehe keine... Hä? Weiße Chips? Hä? Das Ding hätte gerne weiße Chips. Und beide Ärmchen nehmen weiße Chips weg? Also landen da weiße Chips und hier auf dem Fließband. Warum sollen hier auf dem Fließband weiße Chips hin? Warte mal ganz kurz. Na, komm nicht durch. Darum. Ah, ja, ist okay. Also auf dem Fließband dürfen auch nicht weiße Chips, aber die landen eh am Ende hier. Wir haben inzwischen ziemlich viele Batterien. Das ist schick. Brauchen wir nur noch mehr weiße Chips. Und braune Chips, die ich gleich abholen sollte. Und wow. Weg damit. Das heißt, wir können jetzt die Forschung machen. 50, 100, 175. Wir brauchten, glaube ich, nur 150 für... Oh, wir brauchen 200. Ah, Papa, das haut schon hin. Mach das da. Und verteile die jetzt einfach ein bisschen auf die Forschungsdinger hier. Haut das schon hin. Und es werden ja auch neue jetzt wieder hergestellt. Ist ja schon fleißig am Werk, denn. So, du hast keine Magnete. Hier, go. Go. So, fehlt dir irgendetwas? Nee, nur Grünzeug. Ja. Die hier sollten wir alle ersetzen durch MK2er, so wie den da oben. Macht ja doch schon einen großen Unterschied. Mal blub. Mach mal. Stahl fehlt. Stahl haben wir richtig viel. Achso, vorher wollte ich noch ganz gerne meinen Eigenbedarf an Chips auch noch decken. Mit. Das sollte reichen. Oh, davon haben wir ein paar, wo wir gerade hier am Puzzeln sind. Die Ressourcen sehen okay aus. Braune Chips. Hier war immer mein Eigenbedarf. Der leer ist, weil wir immer noch kein Holz hier oben haben. Ja. Muss ich jetzt echt wieder Holz hacken gehen? Das dauert eine Weile, bis die da fertig sind. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht Holz hacken. Nee. Was mache ich denn? Also genau, ich wollte überlegen, was ich im Auge behalten wollte. Weil es ist wirklich viel, was gemacht werden muss, gemacht werden sollte und so weiter. Fangen wir bei den Basics an. Strom sieht okay aus, sieht jetzt schon seit Folgen okay aus. Wenn ich nicht irgendwas extrem Neues, Schwieriges, Stromfressendes anfange, dann sollte das erstmal okay sein. Eisen und Kupfer sieht besser aus. Die Puffer sind jetzt nicht so riesig, wie ich sie gerne hätte.
Aber sie sind vorhanden. Na? Das ist ordentlich. Kupfer. Ja, Kupfer ist okay. Ist jetzt nicht ganz so viel wie Eisen, aber das war ja auch der Plan. Das Erz kommt nicht bis hier hinten an, also bräuchten wir theoretisch mehr von denen. Aber dafür forschen wir jetzt ja auch die Dreier-Replikatoren. Wobei ich vorher ganz gerne die Reihe da fertig hätte. Wie viel brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Dann bau mal 5 oder so. In der Hoffnung, dass irgendeiner davon sich dupliziert. Und dann passt das auch. Und dann wäre das hier unser Erzgenerierblock. Und den stufen wir dann nach und nach auf alles MK2, alles MK3 und so weiter. Weil wirklich mehr Platz würde ich dafür ungern veranschlagen. Wobei wir sowohl die Kohlenlinie hier wegmachen könnten, als auch die privaten Schmelzöfen. Die brauche ich eigentlich fast gar nicht mehr. So, Angriffe im Osten sind okay. Mehr Verteidigungstürme. Ja, und zwar auch die guten Laser-Defense-Verteidigungstürme. Davon hätte ich gerne einen ganzen Schwung. Problem bei denen war nur, genau, das Zeug. Also das da und das da, glaube ich, und all sowas. Davon haben wir nicht so die Mengen. Was bist du eigentlich? Plated Heat Exchanger. Hä? Small Pipe Buffer? Was? Ja, ich muss mir irgendwann mal die ganzen Sachen durchgucken, aber nicht jetzt. Also Strom ist okay, Verteidigungsanlagen weiter ausbauen. Der Vollständigkeit halber hier noch die restlichen Solarpanels und hier die ganzen Akkus. Auch wenn wir sie nicht unbedingt brauchen, aber es wäre für mich schön, weil es dann optisch besser aussieht. Apropos optisch besser aussehen, die alten Sachen könnten noch weg. Die wir nicht mehr unbedingt brauchen. Was mich darauf bringt, dass ich die Blueprints noch erforschen wollte. Die da kosten ja nur Rot und Grün und da ist auch dieses Upgrade-Ding mit bei. Wobei ich noch nicht weiß, wie es funktioniert. Aber ich denke, man kann dann einfach über ein Gebiet rübergehen, sorry, über die Fabriken hier, das alles markieren und dann suchen die Roboter im Logistiksystem nach einer besseren Version von der Maschine, die man markiert hat. Oder Kiste. Es gibt ja auch MK2 blaue Kisten und so weiter. Und wenn da von welchem System drin sind, also in den Logistikkisten, dann holen die Roboter und ersetzen den kompletten, das komplette Fabrikding. Und wenn das so funktionieren würde, wäre das echt Hammer. Das wäre echt schnieke. So. Wo habe ich eigentlich mein Holz? Ich habe 24 Holz dabei. Ja, dann sei doch mal nett und tu das hier rein. So. Damit das hier ein bisschen arbeiten kann. Wir haben noch keinen einzigen blauen Trank hergestellt. Wo die wurden alle verbraucht. Ja, es kann auch sein, dass wir Batterien und weiße Chips zum Beispiel noch gar nicht im System drin haben. Naja, sind nicht im System vorhanden. Ja, okay, das erklärt es dann auch. Hm? Momentan waren dann, glaube ich, alle Batterien nach hier oben. Hier oben. Was für eine Kiste bist du? Du bist blau. Warum bist du blau? Grüne Erdchen bekommst du von oben. Die brauchst du nicht. Du brauchst nur Stahl. Ich spiel gerade mit dem Gedanken. Wir brauchen das hier alles gar nicht mehr, richtig? Die gesamte Anlage hier haben wir quasi oben neu aufgebaut. Es fehlt nur oben an den Ressourcen. Robo-Abdeckung ist ja überall, ne? Was ist das für ein Zeichen? Kein Stroh. Ups. Ja, wenn wir alte Masten absäbeln, sollten wir auch dafür sorgen, dass neue hinkommen. Hm? Und ich habe anscheinend keine Strommasten mehr. Das ist nicht so schön. Dann müssen wir jetzt doch mal wieder einen alten setzen. So. Also ja, Robo-Abdeckung ist auf jeden Fall da. Weil dann könnte ich das hier alles abreißen. Das heißt, ich könnte auch diese lange Eisenlinie hier abreißen. Ich könnte das Gewusel abreißen, was die Batterien und die Chips hierher bringt. Und dann könnte ich einfach direkt bei den Chips ein Ausgangsärmchen machen und eine rote Kiste hin. Und gut. Ich glaube, das mache ich. Ja, das mache ich. Okay, blaue Tränke weg. Weg, 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 weg. So. Also erstmal reiße ich die ganze Maschine ab und dann gucke ich, welche Fließbänder ich nicht mehr brauche.
nicht. Da war übrigens gerade wieder dieser komische... Das da. Das blaue Grizzle-Ding. Ich weiß nicht, ob jemand in den Kommentaren das schon erklärt hatte, was das ist. Meine Theorie war ja irgendwas mit Kollision. Durch diesen einen Mod, der die Hitbox von den Gebäuden kleiner macht. Aber gut. So, weg, 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 weg. Also wir brauchen jetzt nicht mehr... So müsste reichen. Die Kiste brauchen wir nicht mehr. Das heißt, alles, was da drin ist, klaue ich mir jetzt. Wir brauchen das Fließband, das von hier unten kommt und weiße Chips bringt, nicht mehr. Das entwuselt schon mal ungemein. So. So. Und jetzt kommt da einfach eine rote Kiste hin. So, dass weiße Chips im System landen. Gut. Das war die eine Seite und jetzt genau die Batterien. Das war ein langes, schlangenliges Ding mit den Batterien. Achso, und genauso auch die Eisenplatten. Dieses Fließband mit den Eisenplatten hier führt allerdings auch zu den Schmelzen, um Stahl herzustellen. Das sollte ich dann irgendwie anders regeln. In den Kommentaren wurde vorgeschlagen, das direkt hier bei den Schmelzöfen zu machen. Also, dass wir hier vor meinetwegen... Also, hier sind die Schmelzöfen, um die ganzen Erze zu schmelzen. Also von Erz zu Platten. Und dass wir dann hier vielleicht Platten zu Stahl machen und es dann direkt in die Kiste schmeißen. Das wird auch optisch ganz gut aussehen. Wenn das Ding mal fertig ist. Genau, das heißt, können wir hier das kappen. Damit da keine neuen mehr rankommen. Das kann alles weg. Was bist du für ein Fließband? Du machst irgendwas Wichtiges, was wir noch brauchen, richtig? Ja, ich weiß noch nicht mehr was. Ach so, das brauchen wir gar nicht mehr. Das sind die Zinnplatten gewesen. So, Tinplatten. Und wir haben da ja gar kein Dingens mehr. Gar keine Schmelze und Drill. Weil wir da kein Tin mehr haben. Das wird übrigens auch noch ein Problem sein. Das habe ich, glaube ich, vor 10, 15 Folgen angefangen aufzuschieben. Und das wird mir bald in den Hintern beißen. Aber wir brauchen für recht viele Sachen Tin. Und unser Vorrat ist da doch relativ begrenzt. Weg, 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 weg. Oh, ein weißer Chip. Du bist zu selten heutzutage auf den Fließbändern unterwegs. Das ganze Ding kann weg, richtig? Weil die hier benutzen wir jetzt ja gar nicht mehr. Die kann ich ja nicht abreißen. Macht dann auch mal das Verwirren, nehme ich nur. Reiß ab, reiß ab, reiß ab. Das heißt, das Fließband hier brauchen wir auch nicht mehr. Das bräuchten wir theoretisch nur, wenn wir da... Das brauchen wir auch nicht mehr. Nö, brauchen wir nicht. Es löst sich hier alles auf. Es ist so ein bisschen wie wenn man so einen Faden zieht und der brisselt in das ganze Kleidungsstück auf. Ja, brauchen wir nicht. Weg, 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 weg. Problem ist nur, dass ich weiß, dass ich jetzt den Faden irgendwie zu weit ziehe und irgendwas kaputt mache, was nicht kaputt gemacht werden sollte. Das ist okay. Das hier ist ein Problem. Weil die Kiste wird irgendwann voll sein. Das heißt, hieraus müsste ich theoretisch eine lila Kiste machen. Habe ich lila Kisten überhaupt? Bauen wir eine lila Kiste, ist okay. So, lila Kiste, da. Nur um sicherzustellen, dass ich nicht was falsch machen kann, indem ich vergesse, dass die immer zwischendurch leer gemacht werden muss. Dann kannst du frei. Bauen wir davon ein paar. Bau davon ein paar, damit wir oben den Roboport mit richtigen Strommasten verbinden können und diesem komischen Uraltzeug. Und brauchst du Batterien? Ja, du brauchst Batterien. Könnten wir durch Roboter lösen, aber brauchen wir echt nicht. Nee, das ist noch okay. Das Fließband hier ist okay. Wir machen das dann aber
ticken anders. Wir machen das so, dass alle Batterien erstmal in dieser Kiste hier landen. So. In der Kiste da landen. Und daraus kann sich das Ding dann jederzeit was nehmen. Du brauchst aber auch noch Stahl, deswegen bekommst du jetzt noch eine Kiste hier. Und die hätte gerne Stahl und alles andere, was es braucht. 200 ist zu viel. So, die roten Engines bekommst du von da, die braunen Chips bekommst du von... bekommst du von nirgends, richtig. Du hättest also auch ganz gerne... braune Chips, auch nicht 200, sondern nur 20 oder so. Hier, kannst mit 4 anfangen. So, sehr schön. Nimmst du mir schon mal Arbeit ab.